Bestie. Du hast kostbaren Schatz. Gib ihn mir. Warum bin ich noch zersplittert? Ich sollte heil sein. Ich sein. Warum reicht es nicht? Die Schreie, meine Schreie, sie werden nie enden. Nicht, dass die Bestie tot ist, vernichtet und tot! Das. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Warum bin ich noch zersplittert? Ich sollte heil sein. Ich sein. Warum reicht es nicht? Grausame Göttin! Mörderin der Pan! Zerstörerin! Bestie, du wirst mich nicht verletzen und nicht benutzen. Nicht mehr, nie wieder. Du hast mich verraten. Du bist böse wie alle anderen. Du wirst Edusi nicht wehtun. Niemand wird es. Gefällt dir das, hä? So tough und gefährlich bist du nicht. Du hast Edusa wieder zusammengesetzt. Alle meine Splitter. Wieder vereint. Ich bin heil. Ich bin ich. Wie lange war die arme Ledusa zersplittert? So lange. Zu lange. Ich erinnere mich wieder. Ich habe auf meinen Liebling Talos gewartet. An jedem Rubinenmond ist er zum Tempel gewandert. Hat alle Priesterlein hin fortgeschickt. Die Nacht gehörte nur ihm und mir. Talos und Ledusa. Aber in dieser Nacht haben ihn die schrecklichen Priesterlein hintergangen. Sie drohten Ledusa, Talos zu töten, wenn Ledusa nicht gehorchen würde. Also gehorchte sie. Sie sperrten mich in diesen kalten, leeren Tempel ein. Sie wollten immer wieder, dass ich die Steine zum Leben erwecke. Ich gehorchte. Alles, um meinen Talos zu retten. Doch Ledusa war ein Narr. Die Priesterlein hatten ihren kostbaren Talos bereits getötet. Sie hatten gelogen. Daraufhin habe ich diesen zerbrechlichen, sterblichen Körper abgelegt. Seitdem kann ich mich nur an wenig erinnern. Nur die Schreie und der Zorn, die mich innerlich zermürbten, waren übrig. Nun ist Stille eingekehrt. Aber der Schmerz. Es schmerzt noch immer. Mein Talos ist tot, Bestie. Was soll diese arme Göttin jetzt nur tun? Das werde ich. Ich werde mich an ihn erinnern und singen. Ich werde den Steinen das Lied von Talos beibringen und dieses Land wird für alle Zeiten von ihm singen. Ich hoffe wahrlich, dass du Ledusa vergeben kannst. Sie... Ich war nicht ich selbst.
Ich werde meinen Steinberührungsfluch von deinem armen, weichen Gewebe entfernen. Nun kann ich diesen vergoldeten Käfig kostbarer Erinnerungen verlassen. Ich werde sie schätzen, denn sie sind alle kostbar. Selbst die Risse und Scherben, die gebrochenen, schmerzhaften Teile und die Stücke, die noch fehlen. Auch sie sind kostbar, da sie ein Teil von mir sind. Das werden sie immer sein. Und ich spüre noch etwas. Du strebst ebenfalls danach, etwas Kostbares zu retten, nicht wahr? Ich kann es im Summen deines Lebensliedes hören. Ein Klang, der mit meinem harmonisiert. Dieser Geist des Landes würde dir helfen. Ich werde dir ein kostbares Stück von mir gewähren. Danke, liebe Bestie. Lebe wohl.